So, was ich jetzt gerne noch probieren möchte, Leute, ist, schaut mal diese Insel. Das war ja sowieso schon ein Easter Egg bei Breath of the Wild und mich würde mal interessieren, was da jetzt passiert. Das letzte Mal, als wir hier bei Breath of the Wild auf der Insel waren, hatten wir plötzlich keine Klamotten mehr gehabt, mussten uns komplett zurückkämpfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein wird, aber probieren wir es mal. Tja, wir müssen dazu da hoch. Schöner Drache hier, oder? Ist so cool halt, wenn der hier so vorbeifliegt, finde ich. Das ist Nydra. Die haben wir aber schon fotografiert und wir haben jetzt was anderes vor. Wo ist dieser Schrein bitte? Tiefer. Also er muss hier irgendwo in der Höhle sein. Aber die finden wir jetzt garantiert nicht, Leute. Moment mal, ist das eine Geoglyphe? Das ist eine fucking Geoglyphe. Jetzt sehe ich es erst. Wie krass, oder? Diese ganze Sichel ist eine Geoglyphe. What? Krass, dann gucken wir mal, wo denn da die Drachenträne zu finden ist. Da ist die Drachenträne, Leute. Okay, dann gucken wir uns mal eine kleine Sequenz an. Huh? Jo, ich drück mich weg. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Das ist diese böse Zelda. Oh je, sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. So, dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Ist das nicht Ganondorf selbst dann, oder was? Nee. Das ist Drachenträne 9, das geht dem voraus, bevor er sein Miasma erweckt hat. Königin Sonja! Nein, nein, nein! Das darf nicht sein! Königin Sonja! Gesichtsentgleisung. Das war Ganondorf Gesichtsentgleisung. Das war 9, 100 pro. Er hat dir einen Dolch in den Rücken gerammt, nicht wahr? Das war 9, ja. Deswegen hat auch diese Insel die Form eines, ja, Dolches oder so ähnlich. Shit, wie übel. Ach, Heini ist wieder da. Moment mal, ich habe eine Idee, dann können wir uns ein bisschen das leichter machen. Ja, ja, du schaffst das schon. Ja, du sollst loslassen, das wird schon, glaub mal. Ich stütze das für dich, ich stütze das, das läuft, glaub. Das habe ich doch gesagt. Tja, du hast halt eben nicht die Macht, über diese Dinge zu verfügen, kleiner Spumpler. Ja, sehr schön, komm jetzt. Gib mir endlich die Belohnung und schau, dass du weiterkommst, Junge. Das ist ein Krogi. Ja. Ach ja, die Krogs, die machen immer gute Laune, finde ich. Da wollte ich eigentlich hin. Moment. Wir haben doch die...
Automatik. Nee, 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 nee. Wir wollen hier. Landboot. Let's drive the shit. Ja, so klappt es natürlich nicht. Oh shit. Hallo? Oh shit. Ah, da hab ich dich. Komm her! Ich will dein Horn, das ist geil. Der Rest von dir ist shit. Ja, komm her. Die Schwarzen sind mittlerweile auch kein Problem. Ja, sie sind schon mittlerweile viel schwächer jetzt. Oh! Ja, seht ihr, der Schaden, den die machen, der ist nix. Greift jetzt an? Ich glaube nicht. Hätten wir sie. Das war so chaotisch. Mach doch auf. So, was ist denn da drin? Also, das ist ja Schmarrn. Brauchen wir überhaupt nicht. Das ist das Regen-Game, Leute. Es regnet schon wieder. Wenn euch jemand fragt, was gibt es denn in Zelda so? Warum ist das so cool? Müsst ihr sagen, es regnet. Ich glaube, es gibt nur ein Spiel, was dieses Spiel übertrifft in Sachen Regen. Und das ist Heavy Rain. Wo will der hin? Wenn jetzt der auf die Insel da will. Wartet mal, wo will der hin? Wo will unser kleiner Krogfreund hin? Das ist kein Scherz, der will wirklich darüber. Du spinnst wohl. Aber vielleicht schaffen wir es. Ich hoffe nur nicht, dass unser Gefährt bis dorthin abspackt. So. Wenigstens haben wir es jetzt mal langsam. Auf meine ganz eigene Art und Weise. Und dieses Ding müssen wir in der Bautomatik zu den Favoriten hinzufügen. Also wir müssen das hier zu Favoriten machen. Genau. Weil dann haben wir ihn auch hier oben bei den Favoriten. Zu unseren zusätzlichen. So, dann hauen wir den Krog drauf. Und dann geht's los. Ich denke, mit den zusätzlichen Batterien reicht's auf jeden Fall. Auf geht's. Los geht's. Auf zur Insel. Da ist auch ein Abgrund, sehe ich. Also es wird wahrscheinlich ganz anders sein, wie jetzt bei Breath of the Wild. Aber ich bin schon echt gespannt, was jetzt passieren wird. Schön Anflugwinkel. Damit wir gut landen können. Also müssen wir flach runter. Jod werde. Mehr von der Kluder. Nur nicht ins Wasser fahren. Das darf jetzt nicht passieren. Okay, ich würde jetzt die Maschine ausmachen. Butterweiche Landung. Leute, das ist ja Wahnsinn. Ich werde langsam gut in dem Spiel. Wäre auch schlimm, wenn nicht, oder? Okay, Kleiner, hier. Seid ihr wieder zusammen, jawohl. Na, ja, freilich, immer doch. Okay, was ist hier? Wir sind hier gelandet. Das Ding ist gerade vom Himmel gefallen. Bin ich blöd? Okay, hier ist auch ein Schrein und es ist nicht ein ganzes Abenteuer, wie wir das so kennen von Dingen. Es ist einfach nur eine Insel für sich. Na gut, dann erkunden wir mal die Insel hier. Die Insel gehört ja eigentlich auch streng genommen noch zu Firone. Und deswegen finden wir auch hier Schwertbananen, wie wir sehen. Was ist oben hinten? Aha, da oben ist tatsächlich was. Aber ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Unwahrscheinlich. Das ist schon gut. Eigentlich ist das sehr geil, weil wir können dann die ganze Insel von oben nach unten erkunden. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber total gut für uns. Das schießen wir ab. Der ist eine Monsterhorde, um die wir uns kümmern können. So, jetzt kämpfen die gegen den und der Ding ist eher stark.
Die wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Okay, ich kümmere mich um den jetzt hier. Jetzt kommt er. Der ist stark. Wir müssen aufpassen, der hat auch Blitz. Nein! Okay, er ist tot, aber das ist gar nicht gut. Ich wollte sein Zeug haben. So, wir kämpfen uns wieder nach oben. Dank Froschanzug ist es auch möglich, sonst hätten wir das hier überhaupt nicht schaffen können. Ach, du gehörst nicht zur Monsterhorde? Warum hat er jetzt keinen Schaden genommen? Voll komisch, oder? Ah, da ist noch einer. Das ist nur ein blauer. Eieiei, na dann. Hätten wir es geschafft. Monsterhorde besiegt. Warum war das so wichtig? Keine Ahnung. Echt, ich weiß nicht. Was das soll. Gucken wir uns weiter um. Bäm, Alter. Das ist die nächste Monsterhorde hier. Können wir sie damit schädigen? Ja, können wir. Das habe ich noch nie probiert, aber ist echt witzig. Was ist, wenn ich das da oben runterkullern lasse? Das ist doch witzig, dann. Das macht doch Schaden, oder? Die haben es nicht erwischt. Okay, Master Sword. War ja klar, dass du runterfliegst, ne? Aber ich möchte das, was sie droppen, schon haben. Deswegen folge ich ihnen. Das ist egal. Dauert halt ein bisschen. Das ging durch seinen Arm durch. Habt ihr das gesehen? Ja, boom, ne? Jetzt, was machst du denn jetzt, ne? Der ist jetzt eher ein bisschen verwirrt, nicht wahr? Dann können wir die hier mal platt machen und dann kümmern wir uns noch um den. Ja, könnt ihr so viel Alarm machen, wie ihr wollt? Boah, wir kommen hier raus. Ist das krass. Hä, der springt. Er hat zu springen. Danke. Der lebt ja noch. Das Ding ist witzig. Ich habe eine geile Idee jetzt. Wartet mal. Jetzt passt auf. Hoffentlich funktioniert das. Oh shit, wir müssen aufpassen, nicht ins Visier zu geraten. Das Ding ist der Hammer, oder? Schaut euch das an. Der wird so gebullt, Alter. Alter, was ist das? Jetzt könnt ihr uns treffen, wir müssen aufpassen. Boah. Solange wir Energie haben, schießt der weit. Boah, alter Schwede. Aber es macht nicht so viel Schaden, ne? Die Energie ist jetzt auch aus. Aber es hat viel geholfen, muss man sagen. Und jetzt können wir ihn finishen, dann passt das ja. Obwohl, wir schaffen es nicht. Der ist so tough, ey. Das ist der Hammer. Der ist zu krass. Ich glaube nicht mal jetzt, oder? Doch, jetzt gehen wir. Halleluja, was für ein... Toughnik ist das eigentlich. So, Monsterhorde besiegt. Ich glaube, wir müssen alle Monsterhorden hier auf dieser Insel besiegen. Dann ist irgendwie die Quest vorbei. Ist hier ein Krog vielleicht? Hier ist ein Krog. Da muss die letzte Monsterhorde sein, dort hinten. Da gehen wir sofort hin. Was sehe ich denn da hinten? Ist das schon wieder Nydra? Könnte sein, oder? Das ist Nydra. Ja, ja. Oder ist es der Weißdrache? Nee, Nydra ist das. Okay. Ja, vielleicht gibt es noch eine Monsterhorde. Aber wir gehen jetzt erstmal zu der, die wir gesehen haben. Aha. Siehst du mich? Der Frostpfeffer.
And he felt. Was? Er ist zerbrochen? Gott, ist der schnell kaputt gegangen, oder? Aha, ein silberner. Okay, nochmal ein starker zum Schluss. Nicht schlecht. Oh, der. Ja, genau das. Genau das, verdammt. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem gegen den Typen. Haben wir irgendwas gegen Frost? Der ist übel. Oder wir blitzen ihn. Und dann nehmen wir ihn seine Waffe weg. Ich glaube, das ist die beste Idee. Aber zuerst müssen wir uns heilen. Okay, wir müssen aufpassen. Wir blitzen dich mal. Ach komm, ey. Ja, genau. Ich konnte mich gar nicht wehren. Das ist so ein... Ah, das ist eine miese Stelle hier. Ja, nochmal der dritte. Ne? Nee, machst du auch nicht. Okay. Ja, ja. Jetzt nehme ich dir deine Waffe weg. Was? Ich konnte sie nicht wegnehmen. Das ist lächerlich. Wir müssen hier weg. Ist zu gefährlich. Das war deine Waffe, ja? Was ist denn hier drin eigentlich? Oh! Fall mal runter. Jetzt ist er tot. Okay, wir haben die Monsterhorde oben besiegt, wir haben die Monsterhorde hinten besiegt, wir haben die Monsterhorde hier besiegt. Was das jetzt? Moment, hier ist ja sogar eine. Moment, reden wir mal mit dem. Reden wir mit dem. Ich wollte mit ihm reden. Oh, das ist aber leichtsinnig von dir, den Fuß auf diese Insel zu setzen. Angeblich soll sich auf dieser Insel das Versteck der Piraten befinden, die Angelstädt angegriffen haben. Aber wir haben Angelstädt ja schon befreit. Ich selbst würde mich am liebsten schnell wieder nach Hause verziehen. Aber die Monsterwehr hat mich hier auf die eine Erkundungsmission geschickt. Übrigens, ich habe gerade eben Piratenschiffe zur Insel zurückkehren sehen. Ach ja? Nachdem es auf die Rückseite der Insel gefahren war, verschwand es plötzlich von der Bildfläche. Ah, da müssen wir noch hin. Wo mal alles in der Welt ist das Schiff nur abgeblieben? Gibt es da ein ganz geheimes Versteck auf der Insel? Höchstwahrscheinlich. Und da ist auch der Schrein, den wir ständig hören. Okay, machen wir das mal. Geil, Maxi-Pilzspieß, okay, gut. Boom. Dieser Gerudo-Bogen ist ja mal der Oberhammer. Ich denke, dass wir dahinter müssen. Ich denke, dass es hier einen Hintereingang gibt. Ah ja, hier. Ziehen wir uns das Tora-Ding an, dann sind wir schnell beim Schwimmen. Da haben wir auch diesen Drehangriff. Mhm. Und hier ist bestimmt auch der Schrein. Ich sehe ziemlich viel blaue Bobklins. Machen wir die mal platt alle. Mist, das hat nicht geklappt. Okay. Was willst du tun? Hä? Was willst du tun? Ach, hier ist ein Bossbock. Oh, auch ein silberner. Uffza. Okay, das ist eine gute Gelegenheit für uns. Okay, ich konnte den Bossbock auf jeden Fall mal überzeugen anzugreifen. Die sollen sich mal ein bisschen bekämpfen. Wir gucken uns schon mal um. Aha, was haben wir hier? Aha. Wo ist unser... Ja, da ist es. Das sieht auch wertvoll aus. Ein Saphir. Die fragen sich jetzt, wo ich bin. Was ist mit der Horde los? Die haben sich überhaupt nicht selber bekämpft, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und... Gib doch mal Ruhe. Diese Bogenschützen sind halt nervig. Du kannst dich da überhaupt nicht anschleichen wegen denen. Oh, oh.
wirft er hoch. Junge, du bist ja krass. Warte mal, wie krass bist du eigentlich, wenn ich dir eine Irrknuss verpasse, ne? Man sieht wieder nichts, weil wir in diesem Modus jetzt sind. Wie dumm. Dem Stehaufmännchen, was könnten wir damit machen? Gerade keine kreative Idee dafür, ehrlich gesagt. Das ging halt echt vorbei. Schade, der gute Bogen ist weg. Wir müssten bald wieder mal wieder einen Gerudo-Bogen holen. Die sind ja so gut, ne? Einen verbrauchen wir noch. So, jetzt können die sich mal gegenseitig platt machen. Und wir können uns einen Plan überlegen, wie wir uns anschleichen. Wir werfen das Ding jetzt darüber. Bäm, Alter. Das ist schon übel, ne? Das ist echt gut. Aber es sind halt leider silberne und die machen mir schon ein bisschen Sorgen. Der wirft ihn einfach, der hat ihn da hochgeworfen. Aber das ist vielleicht genau das, was wir brauchen. Boah, wo ist unsere Waffe? Ich habe gar keine Waffe ausgerüstet. Ja, wo ist denn der hin? Ja, was macht denn der da? Am besten fällst mal ins Wasser, oder? Das wäre nicht das Beste. Oh, er ist nicht ins Wasser geflogen. Oh, die Kraft neigt sich schon wieder. Ich finde, das Masterschwert ist nicht sehr stark, oder? So, dann fehlt nur noch der andere Silber. Okay, jetzt machen wir gut Schaden, hoffe ich. Das war schon gut. Das schafft er nicht. Aber wir müssen den anderen jetzt mal auswählen. Okay. Vielleicht kriegen wir ihn klein, glaube ich, aber nicht ganz, weil der ist auch sehr tough. Das war schon aber gut. Ich wollte ihn werfen. Oh, oh, das ist gefährlich. Okay. Er ist tot. Das heißt nur noch der hier. Wir haben's. Geil. Haben die hier nicht noch irgendwas für uns? Vielleicht oben. Da hinten ist der Schrein. Oh mein Gott, jetzt sehe ich ihn endlich. Ist ein bisschen fies hier, oder? Weil das sind Stacheln. Schaffen wir das überhaupt? Ja, war aber knapp. Mein Gott, wie viel ist denn hier noch? Oder Schnapper? Können wir den nicht mitnehmen, es sei denn, wir futtern mal irgendwas weg. Aber wir können nichts wegfuttern. Futtern wir das weg. Können wir ein paar Röschschnapper mitnehmen. Wäre doch schade. Wir werden wieder reich. Und wieder ein Röstbarsch. Alter, wie viel ist denn hier? Das ist voll das fette Lager dieser Piraten. Das ist der Hammer. Hier ist noch ein Topas. Hier sind noch Grillfleische, die ich gar nicht mehr mitnehmen kann, weil ich keinen Platz mehr habe. Okay, und was ist in dem Schrein? Müssen wir da noch was lösen? Schauen wir mal. Schrein Nummer 100 ist das. Der Maya-Arena-Schrein. Wir haben jetzt die 100 voll mit diesem Schrein. Wie geil. Was ist da noch drin? Geil, auch fett. Fett, fett, fett. Also, grasige Sache. Coole Geschichte, Leute. Wir haben das geschafft. Wir haben den 100. Schrein jetzt. Wir könnten eigentlich uns wieder ein Herz holen, aber das machen wir das nächste Mal. Wir bringen noch schnell die Quest zu Ende. Tja, das war's mit dieser Insel. Ja, war ein kleines, feines Abenteuer. Ziemlich gemütlich. Schnuckelig. Kleines, schnuckeliges Abenteuer. Würde ich mal sagen. So, dann reden wir mit den Kollegen. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Ja, das ist was passiert. Ganz genau, so ist es. Na, lass es mal lieber sein. Oh.
What? Wie krass. Damit könnten wir ein krasses Schwert bauen. Vor allem, ich habe noch keine blaue Leune getroffen, wie gesagt. Ich habe nur eine rote getroffen bis jetzt. Das ist krass, dass wir das jetzt haben. Tja, gut, wenn wir dann öfter mal wissen, ja, wo auch blaue Leuen sind, dann könnten wir auch mal was abfarmen. Aber ich habe noch keine einzige getroffen. Okay, krass, Leute. Wir haben diese Quest geschafft. Das nächste Mal stürzen wir uns dann wieder in Firone rein. Ich möchte mal wissen, wie wir diesen Wirbel da vielleicht auflösen. Das gucken wir das nächste Mal. Leute, vielen Dank erstmal, dass ihr hier reingeguckt habt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Peace out. Thank you.